Ich möchte gerne mit einem Gedicht von Tai beginnen, das eine große poetische Kraft hat und das auf besondere Weise dieses Miteinander und mit allem Verbundensein allerdings schon in seiner recht vollendeten Weise ausdrückt. Im Wissen darum, dass da ein weiter Weg für uns noch vor uns liegt, wenn wir uns in diese wunderbare Betrachtung von Thich Nhat Hanh hineinbegeben wollen mit unserem Leben. Die Sonne ist ein Teil von mir geworden. Die Sonne ist ein Teil von mir geworden, zusammen mit der Wolke und dem Fluss. Ich selbst bin ein Teil des Flusses geworden und ich bin ein Teil der Sonne geworden, zusammen mit der Wolke und dem Fluss. Es gibt keinen einzigen Augenblick, in dem wir einander nicht durchdrungen hätten. Aber bevor die Sonne ein Teil von mir geworden ist, war die Sonne bereits in mir. Und ebenso die Wolke und der Fluss. Bevor ich noch ein Teil des Flusses wurde, war ich bereits in ihm. Es gab nie einen Moment, in dem wir nicht inter waren. Miteinander und ineinander verwoben waren. Deshalb weißt du auch, solange du atmest, bin ich stets ein Teil von dir. Karl und Helga haben in zwei Vorträgen, gestern und vorgestern, in für mich eindrucksvoller Weise, an konkreten Beispielen dargelegt, wie Intersein, wie das Alleinsein zu überwinden in unser Verstehen, unsere Erfahrung in unseren Alltag gebracht werden kann. Ich will heute versuchen, mich von einer anderen Seite anzunähern und von den drei Aspekten zu sprechen, was Buddha gelehrt hat und die oft geprüft wurden durch Jahrtausende und erlebt durch viele Vorfahren, spirituelle Vorfahren, und die ich gerne ergänzen möchte durch einige wenige Einsichten und Erfahrungen, die ich selbst mit diesen drei Aspekten gemacht habe oder mich angenähert habe. Es geht um die drei Daseinsmerkmale und Intersein, jener tiefen ökologischen Grundlage, wirklich tiefen ökologischen Grundlage des Dharma, der Buddhas Lehre. Dharma heißt ja das, was trägt. Es ist das, was uns alle und alles trägt, wo wir ganz allmählich entdecken können, wenn wir sehr wach und sehr achtsam sind, wie verwoben, wie durchdrungen alles gegenseitig ist und miteinander verbunden. Wenn wir das auch nur annähernd spüren, können wir nicht mehr allein sein. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich will das nachher noch verdeutlichen. Alle Erscheinungen, die man Dharmas nennt, alle Erscheinungen dieser Wirklichkeit, alles, was auftaucht, alle Wesen, alles, was existiert, ist so tief miteinander verbunden, sodass das eine ohne das andere nicht existieren kann. Wir sind deshalb nicht allein. Wir sind nicht getrennt, auch wenn wir es so empfinden mögen von unserem Gefühl her, weil das Ich ja noch eine sehr starke Komponente in uns ist und damit dieses Getrenntsein auch produziert, immer wieder neu entstehen lässt. Und immer wieder dieser Samen in unserem Speicherbewusstsein begossen wird, dieses
isoliert sein, dieses getrennt sein. Da bin ich und dort der Rest der Welt, sage ich manchmal, in unserer Ich-Vorstellung. Wir gehen nirgendwo und niemals verloren. Nichts kann vernichtet werden. Nichts kommt hinzu. Nichts ist, kann verschwinden. Es kann immer wieder nur sich verändern. Und aufgrund der Bedingungen, die wir finden, sich zeigen, erscheinen oder manifestieren. Und diese drei Siegel, wie die eines Königs Siegel, die auf ein Pergament etwas besiegeln, ist eine Möglichkeit, es anzusehen, ist nicht Dauer, die Unbeständigkeit. Nicht Dauer in seiner tiefsten Konsequenz. Diese ständige Verwandlung, dieses ständige Neuwerden, dieses ständige Wiederwerden und ist das Nicht-Selbst oder Nicht-Ich. Das ist das zweite Siegel, dass es kein eigenständiges, isoliertes Selbst gibt. Und das dritte ist Nirvana, das dritte Siegel. Es ist kein Ort wie ein Himmel oder eine Hölle, nichts etwas, das wir irgendwann vielleicht anstreben könnten, sondern als Platz, sondern es ist die große Freiheit. Frei von Ansichten, frei von eigenen Vorstellungen, Meinungen, frei von haben müssen, Gier in all seinen Formen und frei von Hass, von Ablehnung, von loswerden wollen. Das mag ich nicht. Es ist deshalb ein innerer Zustand von völliger Freiheit. Es ist das Höchste, das ein Mensch erreichen kann. Die höchste Menschlichkeit. Und jeder von uns hat das Potenzial dafür schon in sich. Jeder von uns. Auch wenn wir es nicht sehen, nicht spüren, nicht entdecken. Wir haben es. Das ist meine tiefste Überzeugung, mein festes Vertrauen, das gewachsen ist allmählich. Und es ist nicht etwas für Wahrheiten, sondern etwas, das, wenn du es berührt hast, du einfach nicht schlecht beschreiben kannst, aber du weißt dann, wie Zucker schmeckt, weil du ihn im Mund gehabt hast und nicht beschrieben bekommst, wie Süße ist, wie das schmeckt. Dazu musst du ein Stück Zucker haben, dann weißt du es. Es ist also etwas in uns freizusetzen, in uns, das unser innerstes wahres Wesen ausmacht, unsere eigentliche Natur des vollkommenen Geistes. In uns und in allem anderen auch. Etwas, was unsere christlichen Brüder und Schwestern mit der göttlichen Energie, mit der Präsenz Gottes in allem oft beschreiben. Nicht nur Mystiker, aber die haben es dann erlebt und beschreiben es ein bisschen anders wie Theologen. Verständlich. Und diese drei Merkmale, diese drei Daseinsmerkmale sind Grundlage aller buddhistischen Botschaften. Nur mit diesen drei Siegeln ist das Dharma authentisch. Wenn eins davon fehlt oder anders definiert wäre, dann ist es nicht mehr echt. Dann ist es weggerutscht, verwoben vielleicht mit anderen Gedanken, Ideen und Konzepten. Kann ja auch ganz schön sein, aber es ist dann nicht mehr echt. Nicht Dauer, nicht Selbst, Nirvana sind jene drei Daseinsmerkmale, die auf Erfahrung und Einsicht beruhen und keine Glaubenssätze und auch keine Dogmen sind. Sie sind vielleicht die tiefste Erfahrung, der wir uns annähern können, Schritt für Schritt. Bis zu einem hohen Maß an Freiheit und Unabhängigkeit, das dann entsteht. Beständiges, von außen unabhängiges, von äußeren Situationen und Bedingungen immer unabhängigeres. Zufrieden sein, glücklich sein, Freiräume spüren, Freiheit spüren. Wirklich
tief verstehen. Tiefes Verstehen, was oft mit Weisheit bezeichnet wird. Prajna. Und es ist eine Befreiung von Anklammern, was wir nicht festhalten können. Von Freiwerden, von Wut und von den Ängsten, die durch das Ich produziert uns immer wieder so unsicher machen, einsam werden lassen, verzweifelt werden lassen. Und um uns dem anzunähern, müssen wir lernen, immer mehr in dem Jetzt zu sein. Wir sagen nicht umsonst, dieses Hier und Jetzt ist so wichtig. Und über die Achtsamkeit gelingt uns dies, uns immer wieder zurückzunehmen zu dem Augenblick, der gerade ist und der die einzige Chance ist, unser Leben wirklich zu entdecken, es zu berühren, es in Kontakt mit uns zu sein. Denn wenn wir in Vergangenheit zurückblicken und in Zukunft oft sorgenvoll, meistens sogar nach vorne blicken, sind wir nicht wirklich mit uns und bei uns. Wir sind in Gedanken, wir sind in Konzepten, wir sind in Gefühlen, wir sind in Vorstellungen, aber wir berühren nicht unser Dasein. Das können wir nur im Jetzt, in diesem Moment, da in jedem Moment. Und drum versuchen wir immer wieder, uns diesen drei Merkmalen anzunähern, besser zu entdecken, zu erfahren und nicht nur als schönes Konzept im Kopf zu behalten. Und dafür gibt es auch immer wieder Übungen. Eine davon, nämlich die drei Übungen der Berührung der Erde. Die dreifache Berührung wollen wir auch nachher miteinander am Ende meiner Betrachtung üben. Um uns anzunähern, um durch Wiederholen, durch Kontinuität ein immer tieferes Verständnis dafür zu kriegen. Man muss es vielleicht Monate, um nicht zu sagen Jahre, immer wieder neu annähern und es wird sich immer was Neues dabei öffnen. Wir werden eine neue Einsicht haben. Ah, oh ja, das spürt sich jetzt anders an, wenn wir mit dem Herzen dabei sind. Und die erste Übung wird die Nichtdauer sein. Es ist die Zeitachse. Wir stellen uns dabei eine Zeitachse vor, in der Vergangenes, Zukünftiges und Gegenwärtiges in einem Verlauf enthalten ist, in dieser Achse der historischen Zeit, des Zeitablaufs. Manche sprechen auch von einem Fluss. Auch das ist eine gute Metapher, den Lebensfluss zu sehen. Und ich erlebe mich in der Mitte von inzwischen 5 Generationen. Denn ich kannte meine Großeltern, kannte meine Eltern, kenne meine Tochter und ich kenne meine Enkel. Und ich stehe da in der Mitte drin. Und entdecke, wie sehr, und das ist jetzt keine Theorie, kein Konzept, wie sehr Vater und Mutter in mir wirken. Einfach da sind, in jeder Zelle, in jedem Gen, in jedem Chromosom, wie das da ist und lebt. Das ist keine Erinnerung. Das sind nicht nur Erbmasse oder sowas. Das ist lebendiges Leben, das ich spüren kann. Und ich weiß, dass vieles von dem, was meine Eltern erlebt haben, um bei dem einen einfachen Beispiel zu bleiben, weil die Eltern uns ja eben sehr nahe stehen und jeder sie gehabt hat, dass das, was sie erlebt haben, viel Unerlöstes da ist. Und sie haben das weitergegeben, was sie selbst oft erfahren haben und übertragen, transmitted bekamen. Und sie haben viel Unerlöstes und sie leben in mir und mit mir. Und all das, was ich dabei für mich tue, tue ich nicht nur für mich. Dieser Akt einer Befreiung, zum Beispiel, wenn der Vater sehr viel Alkohol getrunken hat, ich nehme das deshalb, weil ich mich an eine bestimmte Zeit daran auch erinnern kann, bei mir zu Hause. Und der Großvater auch. Er war Gießermeister, Metallgießer. Und die haben ganz schön eingehoben.
schlimmer wie die Mauer. Ich bitte um die Verallgemeinerung zu entschuldigen. Es gilt natürlich nicht für alle, aber für viele. Und ich weiß, dass da etwas transportiert wird, was weiter übertragen wurde. Meine Haltung ist auch ein Akt der Befreiung. Ich sehe Skinheads, die trommeln und marschieren und wissen nicht warum. Unerlöstes in ihnen. Unerlöstes, es ist da. Und da ist eine Intention, da ist eine Neigung, die sie sich oft selbst nicht erklären können. Ich habe mit ihnen gesprochen, mit einigen von ihnen. Der Vater marschiert immer noch. Und sie müssen diesen Kreislauf der negativen Geistesfaktoren durchbrechen. Man hat mir erzählt, ich habe sie nicht mehr persönlich gekannt natürlich, dass mein Urgroßvater, einer, es sind zwei Urgroßväter natürlich da, vier eigentlich, aber ich weiß von zweien, in der Mitte des 18., des 19. Jahrhunderts, einer ein kaiserlich-königlicher Offizier war. Disziplin, Durchhalten, Klarheit. Er hat auf meine Mutter noch, das war ihr Großvater, einen unglaublich starken Einfluss gehabt. Und viele Gene von ihm sind natürlich heute noch lebendig. Ob das mein Bruder ist oder ich selber, wir wissen das. Ein anderer, der andere Großvater, von dem ich weiß, der war Handelsagent, hieß es damals. Ein Mann, der in halb Europa reiste und Handel trieb. Einer der angesehenen Bürger der kleinen Stadt in Mähren, aus der ich stamme, in der Tschechei. Und der ein wirklich überzeugender und erfolgreicher Geschäftsmann war, in halb Europa darum gereist ist. Auch da kann man Gene entdecken, die heute noch gewisse Wirkungen in meinem Leben hatten oder haben, hatten und haben. Ich will damit nur verdeutlichen, wie sehr all das, was in uns lebt, dann auch gesehen werden kann, noch in der Tochter, die in Holland eine eigene Firma leitet, wo vieles übertragen, viele Verhaltensmuster weitergegangen sind. Sie weiß es oft gar nicht. Manchmal merkt es, manchmal nicht, wie viel da ist. Und ich kann beobachten in den Enkeln, in Zwillingen, zwei Buben, die jetzt 10 Jahre alt sind, was da lebendig ist. Von der Mutter, dem Großvater, dem Urgroßvater. Diese ganzen Kette unserer Ahnen und Nachkommen. Vor, hinter uns stehend und vor uns. Und diese physischen, psychischen, uralte, im Speicherbewusstsein oft vergrabenen Muster, Gewohnheiten, Talente, Fähigkeiten, aber auch negativen Geistesfaktoren sind da und sind gespeichert. Und wenn sie das rechte Stichwort bekommen, treten sie in unser Tagesbewusstsein und sind da. Und oft können wir es uns kaum erklären, das bin doch ich gar nicht. Warum denke ich so? Warum fühle ich so? Wo ist es plötzlich, warum ist es in mir zu entdecken? Da muss ich nachschauen. Manchmal weiß ich, woher es kommt, manchmal weiß ich es nicht. Und wenn zureichende Bedingungen da sind, erahne ich heute schon das, was auch durch mein Leben geprägt, weil die Kinder meiner Enkel, wenn die Bedingungen dafür da sind, werden in sich. Und vieles, vieles können wir befreien von dem, was war, und verändern von dem, was sein wird. Da tragen wir eine Verantwortung für uns und für alles, was vor und nach uns ist, in diesem Zeitstrom. Das ist nicht Dauer. Es ist dieser Verlauf und doch die Verbindung, die interseiende Nicht-Dauer von allem mit allem. Wir werden, oft wurde über Wiedergeburt gesprochen, wir werden nicht irgendwie neu wiedergeboren, ziehen einen Kittel aus und den anderen an, wie wir es aus dem hinduistischen Tradition kennen. Nein, dieses Wiederwerden geschieht jede Sekunde. In uns stirbt ständig etwas und wird geboren ständig etwas. Aber es geht nie, wird nie vernichtet, sondern verändert sich nur, verwandelt sich. Dieses
Wiederwerden geschieht seit anfanglosen Zeiten ständig. Dieser Strom des Lebens ist unzerstörbar. Und ich habe die tiefste Überzeugung, dass solange es Bewegung gibt im Makro- oder Mikrokosmos, in kleinsten Dingen und in Planeten und in Galaxien, Bewegung gibt und ständige Veränderung und Neuwertung aufgrund der Bedingungen, die Leben hervorbringen kann, wird Leben da sein. Und darum gibt es keinen wirklichen Tod, der Stillstand wäre, wo nichts mehr geht, wo keine Veränderung mehr stattfindet. Und ich glaube darum, das ist meine tiefe Erfahrung, die ich auch mit drei sterbenden Menschen gemacht habe, die ich sehr liebte und ich begleiten durfte ein Stück, dass der Buddha, als er gesagt hat, ich habe die Todlosigkeit gefunden. Ich weiß, es gibt keinen Tod, nur in unserer Vorstellung, sondern das Leben wird immer weitergehen. Und wir haben daran teil, welche Manifestation es hervorbringen kann, weil wir an den Bedingungen beteiligt sind, die wir mitschaffen. Wir, jeder von uns. Das ist für mich früher war es mal eine beängstigende, heute ist es für mich eine wunderbare, eine ganz tiefe Freude, dass dieses Leben, dieses schöne Leben bleiben wird. Durch alle Katastrophen. Wir können nichts kaputt machen, so kaputt machen, dass es nicht mehr existiert. Es gibt kein Vernichten. Es gibt nur Veränderung. Permanent. Wir sind an den heilsamen und unheilsamen Bedingungen der Veränderung beteiligt. Es gibt kein vorbestimmtes Schicksal. Karl sprach von den Nornen, von den Schicksals, Göttinnen nicht, aber von den alten Frauen, die an dieser Schnur, an dieser Schicksalsvernetzung weben. Nein, wir können die vorhandenen Prägungen und Bedingungen verändern, transformieren. Und damit verändern wir auch das Schicksal, das sogenannte. Drum ist auch jede, und ich habe das erlebt in Burma, in dem Tempel, wo viele Wahrsager sitzen, dass unglaublich vieles aus der Vergangenheit sie mir gleich sagen können. Und ich sage, ja, das ist so, das ist wahr. Und dann auch in die Zukunft schauen. Und dabei aber eine Momentaufnahme machen von dem, was gerade ist. Dann wurde mir gesagt, dass ich mit 58 sterben werde. Das hat sie aber nicht mir gesagt, weil sie mir nichts setzen wollte, sondern meiner Frau, die mit dabei war. Dein Mann wird mit 58 Jahren nicht mehr leben. Da waren genau nur 8 Jahre, ich war damals 50. Oh, Ilo ist da, bin natürlich meine Frau, damit ich gerade erfreut umgegangen, hat mir es dann auch irgendwann erzählt. Sie kann es einfach nicht für sich behalten. Mit 58, nein, mit 57 habe ich einen Herzinfarkt gehabt. Ich habe ihn überlebt. Aber ich will damit sagen, dass in der Zeit von Svedagon Pagode in Burma bis zu dem Zeitpunkt meines möglichen Todes, den sie durchaus gesehen hat, Veränderung stattfand. In mir, mit mir und diesem Leben. Und in dem Moment, wo Veränderung stattfindet, verändert sich natürlich auch jede Vorhersage, jede Prophetie, jede Weissagung, weil die Bedingungen verändert sind. Insofern haben wir immer die Chance. Es ist dann immer noch was passiert, weil die Tendenzen, gewisse Tendenzen geblieben sind. Und die hat sie auch gesehen. Aber ich habe überlebt. Ohne Bypässe, die ich abgelehnt habe, und ohne manch anderes, was ich, keine Blutverdünner und so, ich habe alles abgelehnt. Und mein lieber Professor hat mir gesagt, der ein Freund von mir war, jetzt kann ich nicht mehr helfen, du bist ein solcher Idiot, du wirst in 6 Wochen nicht mehr da sein. Naja, jetzt bin ich 70, bin immer noch da, ja. Das will ich nicht ausbreiten, was ich dann weiter getan habe, die Bedingungen zu verändern, dieses Hinterwandinfarkts. Wie man mit seinem Herzen sprechen kann, wie man durch Fasten und durch Gehen in der Natur und durch Meditation ohne Hospital eine Form finden kann, die
das Überleben ermöglicht. Und trotzdem würde es niemand raten, weil das Risiko muss jeder selber tragen und entscheiden, was er tut oder nicht tut. Ich würde mich nur nicht, und das habe ich auch nicht getan, als ich wieder ziemlich krank wurde, völlig den Ärzten abgeben, sondern meine Verantwortung und mein Leben anschauen und mich mit wenig Angst, weil ich weiß, dass es keinen Tod gibt. Ich habe das ausprobiert, wie Todesängste aussehen und wie sie auch einigermaßen überwindbar sind, nie ganz. So weit sind wir nicht, also ich auf keinen Fall. Und ich glaube, uns, wir alle hier nicht. Aber es kann so viel Vertrauen in der eigenen Übung, in dem Fortbestand von Leben geben, dass man das mit einigem ganz leichten Lächeln und ein paar Tränen dazu aushält und weitergeht. Und ich habe Vorbilder kennengelernt, die das sehr wohl gelebt haben und auch so gestorben sind. Naja, und drum bin ich auch, und Karl sprach nicht umsonst von Dankbarkeit, unglaublich dankbar, das alles entdecken zu dürfen, davon zu wissen, von diesen drei Daseinsmerkmalen und von dem ersten, von dem ich jetzt spreche, was in uns angelegt ist und wie es veränderbar, transformierbar ist. Und dazu brauche ich nicht Dauer. Wenn etwas starr wäre, gäbe es keine Veränderung mehr. Ich kann doch beobachten, wie nicht nur in der Natur, sondern auch im Menschen ein Menschenskind nach seiner Geburt wächst und anders wird. Ich bin nicht mehr der gleiche Bub, der ich mit 5 war, auch nicht der Bimpf, der ich mit 12 war, mit der Hitlerjugend, und auch nicht der Geschäftsmann mehr, zumindest nicht in dem Maße, den ich auch mal war, ganz auf Erfolg ausgerichtet und selbstständig. Nein, es verändert sich. Und so kann ich sehen, wie aus diesem öfter erwähnten Kompost Blumen werden und wie aus Blumen, die verwelken, wieder der Kompost wird und wie die Grundlage dann dafür gegeben ist, dass Neues entsteht. Und auch das habe ich jetzt neu entdeckt, weil ich mich angefangen habe, für den Garten zu interessieren. Und das war auch eine neue Erfahrung für mich. Ich habe nie in den Garten geschaut. Ich so, ah ja, da blüht jetzt so Baum oder die Blumen und so. Aber das war nicht wirklich in Verbindung treten mit dem Garten. Und das habe ich jetzt seit 1,5 Jahren knapp. Gieße ich selber, schaue ich nach und guck, was da kommt und wie das alles so entsteht. Und deshalb habe ich eine noch klarere Beziehung zu diesem Kompost und dem Gemüse und dem Blumen und den Früchten. Das zu nicht selbst, zu nicht Dauer. Jetzt zu nicht selbst. Wenn die eine Vorstellung so eine Zeitachse ist, innerhalb, wo wir im Mittelpunkt immer sind, die sich in Vergangenes und Künftiges schiebt, so ist dieses nicht selbst vergleichbar mit einer Erkenntnis einer riesigen Plattform, einer unglaublich weiten Ebene, auf der gerade hier und jetzt, heute, jetzt, alles Leben existiert. Das war für mich die überzeugendste Annäherung von dem intellektuellen Verstehen, von dem philosophischen Verständnis von Anatta, von nicht ich, in den Bereich von etwas mehr Einsicht und ein bisschen Erfahrung zu kommen. Ich will gleich sagen, wie das ging. Ich gehe also davon aus, es gibt keine separate Existenz. Alles entsteht aus vielen Ursachen. Daraus entsteht eine Wirkung. Und in den Wirkung oder Wirkungen sind schon wieder neue Ursachen enthalten. Das heißt, es ist ein ständiger Prozess von Ursache, Wirkung, Wirkung, die schon wieder neue Ursachen setzt. Und diese Erfahrung, die wir machen können, des Verbundenseins mit den Elementen, mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, das wir trinken, wo nichts fehlen darf, sonst können wir nicht leben. Mit der ganzen Natur und natürlich auch mit allen Wesen, mit allen Tieren, Pflanzen und besonders auch mit den Menschen.
bin ich verbunden. Der Unterschied ist nur, ob ich durch meine Vorstellungen ihn in diesen oder jenen Kasten setze. Ob ich ihn wirklich sehen kann, wie er ist oder so, wie ich glaube, dass er wäre. Und es ist nicht leicht. Wir werden immer wieder unterscheiden zwischen dem, den wir mögen und den wir lieben und den, den wir nicht mögen, weil er uns verletzt hat oder der, der uns gleichgültig ist, weil wir an ihm vorbeigehen und ihn gar nicht anschauen. Aber das kann sich ändern durch Üben. Dieses Nicht-Selbst ist eng verbunden mit dem Begriff der Leerheit im Buddhismus. Schon ja. Leer wovon? Alles ist leer, heißt es. Alle Dharmas, alle Erscheinungen, alle Manifestationen dieser Welt, ob mental, ob physisch, ob psychisch, was immer auftaucht, ist leer. Ja, wovon leer? Von Eigensein. Das ist die Antwort. Es hat keine eigene Substanz, die es für sich allein hätte, sondern entsteht immer nur und existiert aufgrund der anderen Elemente, die auch da sind. Wir sind aufeinander angewiesen. Nicht nur wir Menschen. Nicht nur dieser blaue Planet. Alles. Und dieses Verständnis von Shunya, von Leersein, ermöglicht mir, mich zu öffnen, dem, was mit mir zusammenhängt, weil es nicht für sich sein kann. Weder ich noch alles andere. Das Ich, das Ego, das Selbst, ist ein Teil unseres Bewusstseins. Es erscheint auch auf im Manas, im Tagesbewusstsein. Also eine Vorstellung, die sehr tief sitzt, die durch Jahrtausende, eigentlich seit der Homo sapiens, wahrscheinlich entstanden ist. Und aus dem Gefühl der Gattung, des Ganzen heraustrat und sich als Ich empfand, sich Jahrtausenden und Abertausenden im menschlichen Geist verfestigt hat. Und es ist klar, dass jemand, der kein Ich-Empfinden besitzt, es auch nicht überwinden kann, auch nicht transparenter machen kann. Er braucht es zunächst, und es ist ja auch wichtig für den Alltag zu agieren in dieser relativen Wirklichkeit, wo das Ich immer wieder den Versuch macht, uns zu schützen, unser Leben zu halten und alle möglichen Ideen einbringt, wenn es sich plötzlich überflüssig fühlen sollte, wie in der Meditation oder so, wo man es dann nicht braucht. Und er hat es alle Tricks, vom körperlichen bis zu geistigen Instrumentarien, um uns davon wegzubringen. Was soll denn das denn? Du kannst doch nicht plötzlich ohne mich existieren wollen. Insofern ist es also sehr stabil und sehr fest. Und wir können lernen, mich im anderen zu sehen und den in mir zu sehen, wenn wir diese Plattform des Lebens uns wirklich dafür öffnen und sehen, und das ist ganz praktisch und ganz konkret, dass wir nicht allein existieren können und dass alles das zusammenspielen muss. Und wir haben wunderschöne Beispiele gehört von dem Stück Papier, von dem Blatt Papier. Es kann nicht existieren, wenn auch nur ein Element davon fehlt. Das Stück Brot als Botschafter des Kosmos, wie Thay sagt, kann nicht existieren, wenn der Müller nicht dabei ist. Na gut, da kann ich sagen, ist halt ein anderer Müller da. Aber einer muss da sein und der muss einen Vater und eine Mutter gehabt haben. Und es muss die Erde da sein, es muss das Getreide da sein, es muss die Mühle da sein, es muss der Bäcker da sein und. Und all dies spielt zusammen. Wir können immer tiefer gehen. Wir können gehen bis zur gesamten Mutter Erde. Wir können gehen bis zu diesen Planeten und den Galaxien und der Sonne und all das, was notwendig ist. Nichts existiert für sich und auf nichts können wir verzichten. Alles gehört zusammen. Weil dieses ist jenes. Das wunderbare Beispiel, es war für mich ein Durchbruch. Die Vorstellung, dass wir nicht nur Welle sind. Ich, die Welle. Groß und klein und dick und dünn und dumm und gescheit und besser und schlechter. Und das ist meine Welle, das ist mein Leben, das bin ich. Und zu entdecken, dass diese Welle aus Wasser besteht. Bei der Metapher, als Wasser des Lebens,
Wasser des riesigen Ozeans des Lebens. Und wenn die Welle entdeckt, dass sie auch Wasser ist, sie weniger Angst haben, wird weniger egoistisch, solange sie das in ihrem Bewusstsein hat, das vergisst man natürlich ständig, weniger egoistisch sein, wird wissen, wie sehr jede Welle auf die andere Welle angewiesen ist, aber zugleich eine Qualität in sich hat, des Wassers, die unglaublich ist. Wir können nirgends herausfallen, ich habe es gesagt, wir können nirgends verschwinden. Es gibt keine Vernichtung, es gibt immer nur Veränderung. Das ist mir manchmal auch ein Trost, dieses Wissen, wenn ich diese schrecklichen Nachrichten überall höre von Vernichten und von Bomben und von Umbringen und von Mord und von Totschlag und wenn ich diese Infiltration von Grausamkeiten durch unsere Medien ertragen muss. Es ist etwas Wunderbares, sich auf zweimal am Tag auf Nachrichten zu konzentrieren, nicht wie ich früher jede Stunde zu hören. Es ist was Wunderbares, die Zeitungen abzustellen und nur noch gelegentlich, wenn man gerade Lust hat, eine zu kaufen. Ich habe 5 Zeitungen abonniert gehabt früher. Jetzt habe ich gar keine mehr. Das Handelsblatt, die Süddeutsche und, wie sie alle heißen. Keine Abonnements mehr. Und ich lasse mich auf die Dauer nicht oder versuche mich nicht ständig vergiften zu lassen mit kleinen Dosen von Toxikation, die Medien, nicht weil sie es wollen, sondern weil sie Verkauf brauchen und weil der Umsatz steigt, wenn es schlechte Nachrichten sind und keine guten. Deshalb sind sie da. Und wenn der Fernsehsender eben entdeckt, wann er eingeschaltet wird, nämlich dann, wenn Grausamkeiten, wenn Brutalität, wenn Korruption, wenn Sex, wenn all das vorne steht, dann sagt er, ich muss ein Geschäft machen, also bring's. Fertig. So einfach. Wir können hergehen und können lernen, wie diese Zusammenhänge uns ermöglichen, Bedingungen zu verändern, wie alles, was existiert, auch in uns ist und wir in allem anderen. Eine ganz, ganz die tiefste Erkenntnis, die man mithaben kann. Und das war aber der Punkt, der dieses Ego allmählich mich annehmen einerseits, aber andererseits ihm die Bedeutung langsam zugewiesen hat, die es eigentlich bekommt, nämlich eine Vorstellung zu sein. Eine Notion, eine Idee, die ganz tief sitzt, die man brauchen kann, wie manches andere Instrument auch. Aber wir sehen müssen, wo sind die Grenzen von diesem Ego? Und wo kann ich mich nicht länger davon beherrschen lassen, mein und ich und alle die Possessivpronomina. Meine Frau, mein Auto, mein Haus, mein Beruf, mein Job, meine Idee, mein Glück. Und darauf sich konzentrieren und dabei vergessen, dass alles andere mitspielt. Ich habe diese Einsicht, dieses Verbundensein mit allem am stärksten entdeckt, als ich vor knapp 3 Jahren sind schon wieder her, in Tamanrasset war, nach Tamanrasset geflogen bin, dort wo sie auch die Deutschen und die Schweiz und so kassiert haben, da, ihr werdet euch erinnern an diesen auch nicht so schönen Nachrichten der Leute, die in der Wüste gekidnappt worden sind. Da war ich und bin dann mit Tuareg, Kamel, in eine kleine Steinhütte gewandert und habe dort gelebt, 28 Tage. Für mich, mit einer Regentonne, im Steinhäuschen, einen ganz winzigen daneben liegenden Meditationsräumchen, wo man gerade selber drin Platz hatte, wo sonst auch von Charles de Foucault, einem großen Mystiker aus Frankreich, der einen Orden gegründet hat, der dort eine Zeit lebte. Und diese kleine Steinhütte habe ich bewohnt, zusammen mit einer Maus und einem Raben. Der hat sich der war nicht da, der kam und war dann jeden Tag bei mir und saß, wenn ich draußen meditierte, daneben auf so einem Felsbrocken und äugte dann runter, was ich jetzt wieder mache, und saß die ganze Zeit still da. Sonst hat er fürchterlich Krach gemacht, hat meistens gekräht und so geschnattert irgendwie. Und saß er mit da und kam jeden Tag.
Na, einen Tag hat er mir seine Freundin oder Frau vorgestellt, die durfte mal mitkommen, dann hat er sie wieder weggeschickt. Vielleicht, weil eben das Fressen lieber allein er genießen wollte, ich weiß es nicht. Und die Maus war auch wunderbar. Die hat also mein kleines Heim geteilt und raschelte die halbe Nacht an irgendwelchen Papieren und sonstigen Vorräten, die da rumhingen an der Wand. Da habe ich sie so wieder Taschenlampe angeleuchtet und habe gesagt, jetzt bist du aber endlich ruhig, Martha. Martha hieß sie, also ich habe sie so genannt. Jetzt bist du aber endlich ruhig, Martha. Und da war sie auch ruhig, hat sie geguckt. Nicht davon gelaufen, sie ist sitzen geblieben, hat geschaut. Aber sie hat genau gewartet, bis ich wieder einschlafe, um mit Rascheln zu beginnen. Das heißt, mein Rabe und meine Maus da. Und es war nachts 4 Grad und tagsüber 38 Grad. Es gab keine Dämmerung. Die Sonne kam und war da. Die Sonne ging und war weg. Und dann mitten im Hogargebirge. Eine unglaubliche Felsenlandschaft. Und ich sah diesen riesigen Sternenhimmel, den es nur in der Wüste gibt. Ich glaube, sonst nirgends. In dieser Klarheit, in dieser Weite. Und die Sonne an einem wolkenlosen, tiefblauen, unendlichen Himmel. Und die Steine, die konnten sprechen. Aus einer Mauer in den kleinen Gebetsnische oder Meditationsnische sprachen Bodhisattvas zu mir. Maitreya und Avalokiteshvara. Ich wusste genau, das entspringt meinem eigenen Geist, ist ja nicht wirklich da. Aber sie waren so lebendig, weil ja die Wirklichkeit das ist, was auf uns wirkt. Also waren sie da. Es war Kontakt da. Der Rabe, der Himmel, die Sonne, der Sand und die Steine. Die Bodhisattvas und die Maus. Und das waren Bedingungen, die mir möglich machten, in diesen 4 Wochen Alleinseins, möglich machten, das als Ganzes auf eine Weise zu empfinden, dass ich wirklich Teil von dem war und alles andere Teil von mir. Es ist schwer zu beschreiben, aber es war eine solche Verbindung mit allem, was existiert, dass es später auch relativ leicht wieder auftauchte, wenn ich mich wieder zurückzog und manchmal sogar in bestimmten Situationen, auch im ganz normalen Alltag, also nicht im wirklichen Retreat, im wirklichen Rückzug, wie als ich jetzt in der Sierra Nevada war vor 1,5 Jahren und mich da zurückgezogen hatte und anderen Plätzen, Türkei, Südtürkei. Aber man muss nicht so weit gehen. Die Wüste war halt ein besonderes Erlebnis und ich werde nächstes Jahr wieder mit aller Wahrscheinlichkeit, wenn es die Natur erlaubt und der Körper, der Geist, mich dort aufhalten, eine gewisse Zeit. Das ist der Durchbruch zum Nicht-Selbst, den ich immer nur philosophisch verstanden habe und der dann mehr erleben wurde. Oder Einsicht wurde, was immer ihr wollt. Diese Raumplattform, dieses Verbundensein mit allem hat mir deutlich gemacht, dass ich nicht isoliert bin, dass es nichts, keine Entität bin, die für sich existiert. Und dass dieses Ich recht wertvoll sein kann, aber in seiner Bedeutung eigentlich eine zweit- und drittklassige Rolle spielt. Und nicht wirklich existiert, sondern nur in unserer Meinung, wie auch die Lebensspanne, nur in unserer Auffassung, da gibt es Geburt und da gibt es Tod, existiert in Wirklichkeit nicht. Wir waren vorher da, wir werden nachher da sein. Und dieses Wir ist natürlich nicht das Ich, sondern dieser Lebensstrom, wenn ihr wollt. Diese Kraft, diese geistige Kraft, das, was unser wirkliches Wesen ausmacht und was nicht von Ich besetzt ist und das weiß um die Verbundenheit mit allem. Und was weiß um die Todlosigkeit und einfach da ist. Tiefste Natur unseres Seins. Und damit kommen wir zum dritten Daseinsmerkmal. Wenn wir in Nicht-Dauer und Nicht-Ich eindringen ein wenig, haben wir die Schlüssel in der Hand für das dritte Daseinsmerkmal. Die Schlüssel zum Öffnen des dritten Siegels sozusagen, zum Lösen des dritten Siegels. Nirvana. Jene tiefste Natur
unseres Seins. Wenn wir das berühren, über diese beiden Schlüssel, gibt es keine Einsamkeit mehr. Gibt es kein Alleinsein mehr. Gibt es keine Verzweiflung mehr. Weil wir das Wasser spüren, aus dem wir Welle bestehen, was unsere eigentliche tiefste Natur ist. Und wir können diese Wirklichkeit, es ist die gleiche wie unsere Alltagswirklichkeit, das muss deutlich sein, die sogenannte endgültige, auf Englisch heißt Ultimate Dimension of Reality, die letztgültige Wirklichkeit von Realität. Sie ist verwoben in unserem Alltag, in dem Hier und Jetzt. Deshalb ist sie auch hier und jetzt berührbar. Da draußen, da droben im Essraum hängt der Spruch, das Reich Gottes ist jetzt oder nie. Und Tai hat das am Kirchentag in Berlin wiederholt, sehr deutlich. Ihr könnt nicht auf Himmel warten, ihr könnt nicht auf Gott warten. Ihr könnt nicht auf das Königreich Gottes euch hinbewegen, denn es ist da. Es ist bereits da. In jedem von uns. Und seine Frage, ob wir bereit sind, uns dieser Dimension zu öffnen. Das Hier und Jetzt dieser zweiten Dimension unserer gleichen Wirklichkeit. Und wenn wir in Verbindung mit Nicht-Ich-Elementen sind, aus denen wir uns ja zusammensetzen, die ja uns ausmachen. Jeder hat Nicht-Ich-Elemente in sich, die sein Ich erstmal manifestieren lassen. Und wenn wir mit allem verbunden sind, dann ist auch der größte Verbrecher mit allem anderen verbunden, genauso wie der größte Heilige, falls es den überhaupt gibt, mit allem verbunden. Und er hat die Elemente in sich. Und manche haben eben viele Elemente einer bestimmten Zeiterscheinung, eines Mainstreams in sich. Und daraus entstehen dann ein Busch oder ein Adolf oder ein, um die negativen Beispiele, aber auch ein Beethoven und ein Mozart und ein Goethe und ein Schiller. Konzentration von Bewusstseinselementen, von vielen Nicht-Ich-Elementen, die dies oder jene Manifestation möglich machen. So entstehen Genies und so entstehen Genies sowohl im Verbrechen wie auch in den schönsten Errungenschaften der Menschheit. Und diese Annäherung ans Nirvana ist eine Annäherung zur Freiheit. Denn Nirvana ist das Reich, wie es so schön heißt, von der Geburt und Todlosigkeit. Da gibt es kein Sterben, kein geboren werden und sterben gibt ständig. Es gibt keinen wirklichen Tod. Es ist frei, wie es heißt, von Kommen und Gehen. Es ist alles schon da. Da geht nichts weg, da kommt nichts dazu. Es ist alles da. Frei von Gier, von Habenwollen, frei von Ablehnung, von Hass, frei von Nichtwissen, von Verblendung. Dieser Zustand ist jetzt schon da und erreichbar. Deshalb sage ich immer wieder, es gilt, da etwas freizusetzen und nicht etwas zu erwerben. Dass dies genauso viel Bemühen bedeutet, wie wenn ich was erwerben wollte, ist eine andere Sache. Das Freisetzen. Auch wenn ich, aber ich habe eins, ich habe eine unglaubliche Zuversicht, dass hier ein unverlierbarer Schatz da ist, den ich vielleicht noch nicht heben oder nur erahnen kann. Jedem von uns. Aber er ist da. Unverlierbar, das ist das Wichtigste dabei. Wir können nicht rausfallen, wir können auch Nirvana nicht verlieren. Genauso wenig wie die für einen Christen, wenn er wirklich tief schaut, die Gegenwart des Heiligen Geistes oder Gottes. Unverlierbar. Er ist Teil von ihm und dieser ist wieder Teil von jenem. Also gibt es die Trennung nicht. Und das gilt nicht, gibt nichts, was verlöscht, verwelkt. Verwelken ja, aber nicht verweht. Obwohl Nirvana verwehen heißt ursprünglich, verlöschen. Aber wovon, was verweht und verlöscht? Das Ich, die Meinungen, das Anhaften, die Vorstellungen, die Wünsche. Das ist dann weg. Ich sage, das heißt eine Vision im Moment.
als etwas, wohin wir uns bewegen, um Richtung zu zeigen. Es ist da. Und jeder Schritt, den wir tun, sollte eine bestimmte Richtung gehen. Ich kenne Wege nicht mehr, weil jeder seinen eigenen Weg hat, den er gehen muss oder soll. Er geht ihn halt. Der manche stolpert blind dahin, mancher wird langsam wach, macht die Augen auf, hat die Energie der Achtsamkeit in sich und weiß, wohin er seine Schritte setzt. Bewusst. In eine bestimmte Richtung. Und dann ist nicht mehr das Ankommen wichtig, sondern das Gehen. Und auch beim Gehen werden wir rechts und links all das entdecken, erfahren, erahnen. Die Freude, den Frieden, die Liebe. Und wie könnte es anders sein, wenn ich nicht ich verstanden habe, nicht das Mitgefühl zu haben? Mit dem, womit wir alle so untrennbar verbunden sind, wo sich niemand ausklammern kann, sich keiner lösen kann. Und nichts geht verloren. Und nichts muss mehr hinzukommen. Es ist alles da. Das war für mich der entscheidende Punkt, zu sagen, ja. Ich sage ja zum Dharma, solange ich atmen kann. Und gehe diesen Schritt für Schritt weiter. Solange mir das möglich ist in diesem Leben. Ich werde nicht nachlassen. Aber nicht, weil ich verbissen bin. Manchmal bin ich es noch, aber nicht auf dem Sektor. Oder eng, nochmal auf Erfolg aus. Nirvana muss erreicht werden, direktissima, ja, sofort. Am liebsten schon morgen, es ist doch da. Sag ja, wie macht man das auf? Ja. Ich habe mal so gedacht, als ich den tibetischen Buddhismus übte und gehört habe, das ist die Methoden, die am schnellsten zur Erleuchtung führen. Habe ich vergessen, dass Erleuchtung schon da ist, aber nicht bewusst. Und habe geglaubt, man müsste das erreichen. Und dann war kein Sadhana gut genug, um schneller voranzukommen. Vergebliche Mühe, Schritt für Schritt. Die kleinen Dinge sind's, nicht die großen Entwürfe. Das ganz Einfache im Alltag. Wenn wir daran arbeiten und aber die Richtung nicht aus dem Auge lassen, diese Vision, da ist Nirvana, ich gehe drauf zu. Es gibt keinen Weg, jeder hat seinen. Jeder hat seine Brille. Jeder hat seinen Weg, den er geht, aufgrund der Umstände und dem, womit er auch im engeren Sinn verbunden ist und natürlich dann auch im weiteren Sinn. Und ich habe vorhin erzählt, wie viel wir in uns tragen. Und mit diesen Schritten andere mit befreien sozusagen, das ist jetzt was Wunderschönes. Keiner kann für sich allein die Buddhaschaft erringen und die Freiheit. Er ist so verbunden, dass er alle mitnehmen muss und daraus entsteht ein Bodhisattva-Gedanke. Daraus entsteht der Gedanke, ich kann es nicht allein. Ich kann nur, indem ich mit Mitgefühl mich auch allen anderen zuwende, für sie da bin, mit ihnen gehe, sie begleite. Und jede Änderung in mir auch ein Kraftfeld ist, das anderen nützlich sein kann. Und das ist wertvoll. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Ja, naja, also noch einmal, wir brauchen Stille. Und ich freue mich, dass viele von euch die Stille hier bei uns, in dem Platz, in dem Haus, in der Umgebung schätzen. Ich habe das jetzt ein paar Mal gehört in den Tagen. Wir brauchen Geduld. Reifen ist etwas, das nicht im Hauruck-Verfahren und nicht komprimiert geschieht. Also mit dem Turbo. Und ich habe wenig Geduld mit mir und anderen. Und das war einer meiner großen Lernprozesse. Geduld haben, Kontinuität, Step by Step. Nicht nachlassen, nicht stehen bleiben. Und wenn ich krieche, krieche ich weiter. Wenn ich gerade nicht gehen kann, wird gekrochen. Und die Achtsamkeit aufrechthalten. Weil sie hilft mir auch, gelassener zu bleiben. Wach sein, achtsam sein, heißt auch, etwas gelassener die Dinge sehen können. Schweigen, Vertrauen ausbauen, das sind sie, die Dinge. Ich meine, das ist nichts Neues. Es geht ja nur darum, dass man es auch tut und nicht nur weiß. Und jeder von uns weiß, wie weit es ist, vom Kopf in die Hand.
vom Herzen ist schon ein bisschen näher in die Hand. Da ist der Weg nicht mehr ganz so weit. Und wenn wir mit dem Herzen dabei sind und das Verstehen lernen, dann wird es uns gelingen, zu gehen. Kleine Schritte, jeder seine, nicht kopieren. Wir haben unterschiedliche Anlagen. Der Karl sprach von der Weite und von den vielen Aspekten, die einer in sich hat, wo eben gerade bestimmte Schwerpunkte da sein mögen bei ihm. Und das ändert sich im Laufe eines Lebens sehr, sehr. Und das gehen mit ein bisschen mehr Vertrauen und ein bisschen mehr Gleichmut. Und Geduld, Geduld, Geduld. Und wir werden dann entdecken, dass wenn wir eine Erfahrung machen, unsere Einsicht stärker wird. Wenn wir eine Einsicht haben, die Erfahrung besser wird. Das ist eine Wechselwirkung. Wie in der Meditation. Da haben wir stoppen, anhalten, still werden, Konzentration, Shamatha. Und wir haben Einsicht, Vipassana. Einsicht, Klarblick, deutlich werden. Das eine ergänzt das andere. Es ist eine ständige Wechselwirkung da zwischen diesen beiden Schienen. Und genauso ist es mit dem Erleben und mit dem Einsehen. Aber solange wir nur darüber nachdenken und darüber reden, wie ich es jetzt gerade mache, passiert gar nichts. Das ist auch klar. Also bitte, bitte probieren. Stolpern, hinfallen, aufstehen, nächster Schritt. Nicht die Richtung verlieren. Jeden Tag dran. Und das ist eine wunderbare Sache. Vor allen Dingen, wenn wir uns dann darüber bewusst sind, dass wir es nicht nur für uns, sondern für so viel tun, was mit uns so eng zusammenhängt. Untrennbar. Und wenn wir andere lieben, wird dies unser Bemühen verstärken. Weil wir wissen, das machen wir nicht nur für uns, auch für andere. Ich sehe das im Familienbereich, ich sehe das im Sangha-Bereich, mit anderen Freunden. Und ich sehe das auch mit Fremden, besonders stark, wenn ich in Vietnam bin, bei den Leprakranken, bei den Waisenkindern, bei den alten Menschen, die keine Angehörigen haben und am Verhungern sind. Wenn ich da drüben sein darf seit 1992 und das miterlebe, wie sehr sie Teil von mir und ich Teil von ihnen bin und was Hoffnung bedeutet, dass da jemand kommt und wiederkommt aus einem fernen Europa, der über den Dharma spricht, als Westler, der etwas mitbringt, nämlich Hoffnung, Vertrauen, Kraft zum Weiterleben, neben den materiellen Ressourcen wie Nahrung, Medizin, Kleidung und anderes und Schulspeisung, einmal am Tag ein warmes Essen, 400 Kinder, die wir da betreuen und. Ich will mich jetzt nicht verlieren in Details dessen, was mich wirklich für mich eine Herzensangelegenheit ist. Aber damit will ich nur deutlich machen, dass es eben nicht nur um unsere Liebsten geht, um unsere Partner und Kinder, und Enkel und Eltern, und nicht nur um unsere spirituelle Gemeinschaft, die Freunde, die Sangha, mit denen wir immer uns neue Richtung geben und daran erinnert werden durch die anderen. Es zu tun, sondern eben auch mit all den anderen Menschen und darüber hinaus, denen wir wirklich Kontakt aufnehmen. Und wer die Augen gesehen hat, wer das Lächeln gesehen hat, wer umarmt wurde von Menschen, die nur noch ein halbes Gesicht haben, der weiß, wie tief und stark eine solche Verbindung, ich bin in dir und du in mir, sein kann. Und nun bitte ich nochmal Glocke einzuladen. Wir werden jetzt miteinander nur 5 Minuten unterbrechen, aber bitte kommt wirklich, ich mache keine Einladung da oben am Gong, gleich wieder zurück. Es geht mir mehr ums Austreten und solche Kleinigkeiten. In 5 bis 10 Minuten spätestens wieder da zu sein, weil wir dann zusammen in die Übung gehen. Kein Gespräch dazwischen. Bitte seht es so, wie wenn ich es weiterreden würde, wie wenn das also mit ein Teil ist und kommt in aller Stille wieder zurück, dass wir dann die Berührung, die 3 Berührungen der Erde machen, die uns ein wenig annähern können an das, was ich jetzt auszudrücken versuchte, und behaltet das dabei
im Gedächtnis. Und wenn ihr die Erdberührung macht, nehmt euch Raum dafür, entweder hinzuliegen auf die Erde, also Erde in dem Fall, diesen Boden halt, aber so viel Vorstellung hat ja jeder von uns, indem wir immer, wenn ich einlade, dann die Glocke, die wir dann selber haben, mit unserem Körper, mit unserer Psyche, unserem Geist, uns in den Prozess hineinzubegeben und auf diese Weise die Erde zu berühren, indem ich hinliege und mich ganz mit ihr verbinde. Und wer nicht hinliegen mag, der kann knien, indem er mit beiden Unterarmen und den Knien den Boden berührt, den Kopf vielleicht auf die Hände legt und auf die Weise Kontakt aufnimmt. Und wer auch dazu behindert wäre oder so, der bleibt halt sitzen. Auch. Der Punkt ist, diesen Kontakt herzustellen. Kraft in die Erde, Energien, auch negative Energien von anderen in diese Erde abzulegen, die in uns lebendig sind. Und andererseits wieder aufzunehmen. Die Kraft aufzunehmen, die die Erde uns anbietet, wenn sie noch so geschunden ist und noch so blutdurchdrängt und noch so durch Ressourcen, die wir ausbeuten, ihr wegnehmen. Weil wir in einer Welt leben, die, ich schreibe gerade einen Artikel drüber, über hungrige Geister, die Süchte und die Drogen, die in dieser Gesellschaft heute einfach immer mehr um sich gegriffen haben. Und wie wurzellose Menschen immer mehr werden in dieser Gier und Neid und Informationsgesellschaft. Auf diese Weise werden wir also nachher miteinander die Erde berühren. Und ich bitte euch ganz herzlich in wenigen Minuten, sobald ihr könnt, wieder da zu sein. Wenn wir mit der Übung beginnen, werden wir uns als einen Baum vorstellen, als einen Lebensbaum, der wir selber auch sind letztlich. Wenn wir brauchen wenig Fantasie, um das zu spüren. Wir haben alle eine Krone, die im Sturm des Lebens oft sehr schwankt und Stürmen ausgesetzt ist. In dieser Krone sind alle unsere Sinnesorgane, hören, riechen, tasten, schmecken, all das Denken untergebracht. Unsere Augen, unsere Ohren, alles das, was mit dem wir die Welt wahrnehmen. Und diese Krone hat auch vier Früchte. Auch unsere Tradition, nämlich unsere liebevolle Zuwendung, Maitri, unsere Freude, Mudita, sind die Früchte, die unser Lebensbaum hervorbringen kann. Unser Mitgefühl, Karuna, und unseren Gleichmut, Bhiksha, zu akzeptieren, das, was geschieht, es ist, wie es ist, aufgrund der Bedingungen, und es loszulassen, was ich nicht halten kann. Das sind die vier schönsten Früchte, die unser Lebensbaum hervorbringt. Und wir haben einen Stamm, dass wenn der Sturm des Lebens zu sehr uns beutelt, wir uns da zurückziehen, zu unserem Atem gehen, in unseren Stamm, Hara, hier in die Stabilität zurückgehen. Da ist es ruhiger. Atmen, sehen, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt. Ganz da bleiben, ganz bei uns, mit aller Intensität. Und dann von dem Stamm zu den Wurzeln gehen. Wir sind hoffentlich alle gut verwurzelt. Blutsfamilie und in der spirituellen Familie, mit all den Vorfahren, was hinter uns steht, und sozusagen durch die Füße atmen, Konzentration auf die Fußsohle und Erde, da die Stabilität, die Festigkeit, unsere Verwurzelung wiederfinden und nicht wie wurzellose, hungrige Geister herumlaufen, die ständig neue Nahrung sich zuführen wollen und nicht können, weil der Hals zu dünn ist und der Bauch zu dick als ein Hungerödem schon und die immer hungrig sind. Nach Liebe, nach Freude, nach den Früchten, die sie nicht hervorbringen können, weil sie verdorrt sind, die Bäume, wurzellos. Und es gibt so viele Menschen, die das sind. Also, wir werden als ein Lebensbaum dastehen. Wir werden diese Übung, und das kann ich nur empfehlen, immer wieder machen. Damit wird eure Annäherung stärker. Und wenn ihr die Erdberührung nachher macht, seht die Bilder. Die Psyche, die Seele kann nur in Bildern sehen, nicht Gedanken. Bilder kommen lassen, schauen, Menschen, Situationen. Die Bilder lebendig, nicht statuenhaft, lebendig sehen.
Gefühle zulassen, anschauen, offen und weit sein, ganz weit, sozusagen das, wie heißt es, Weitwinkelobjektiv aufsetzen, ganz weit werden und all das einbeziehen, was ich bei dieser begleiteten Meditation euch vorschlage und einbringe. Ihr werdet ein riesiger Lebensbaum sein, ein schöner Baum. Und Partnerschaft besteht darin, dem anderen Baum, der neben mir steht als Partner, Raum zu geben, ihm Luft zu lassen, Sonne, nicht erdrücken, nicht drüber stülpen, freigeben, frei werden lassen und ihn darin unterstützen, dass es ein wunderschöner Baum wird mit all seinen Früchten und Möglichkeiten, die jeder in sich trägt. Das ist Partnerschaft. Das ist Liebe, dem Lebensbaum Raum zu geben, dem des anderen, und ihn zu schützen und zu helfen wird. Und nun bitte ich euch alle aufzustehen. Nehmt, steht so, dass ihr vielleicht den Boden berührt, nicht unbedingt auf der Matte. Steht ein bisschen mit den Beinen auf Schulterbreite auseinander. Gut verwurzelt, sozusagen gut in Kontakt mit dem Boden. Vielleicht gelingt euch ein kleines Lächeln für euch selber. Und dann ganz locker dastehen, aber gut verwurzelt mit dem Boden. Wir stehen da als eigener Lebensbaum. Und wenn wir nicht ganz tief von unseren Wurzeln genährt werden und starken Halt haben, kann uns der Sturm des Leidens, der so oft in unser Leben bläst, entwurzeln. Und wir werden, wenn wir tiefer schauen, feststellen, dass unsere Eltern und deren Eltern und deren Eltern unsere Wurzeln sind. Dass jede einzelne Körperzelle, die Gene unserer Eltern, Großeltern und vieler Generationen unsere Vorfahren trägt. Macht die Augen zu und stellt euch das vor. Man sieht oft, dass sich ein Kind ganz anders entwickelt als seine Eltern. Es kommt daher, weil wir Gene von Ahnen in uns tragen, die sehr weit in der Vergangenheit lebten und heute noch in uns lebendig sind. Um die Zeitlinie wissend, weiß ich auch, dass all die wunderbaren Menschen auch jetzt noch in mir vorhanden sind, aber auch, dass es sehr negative Gene gibt, die mir auch übertragen wurden. Also ist die erste Übung, dass wir uns die Vorfahren der Blutsfamilie vorstellen, ihre Kräfte realisieren, ob wir sie kennen oder nicht, und aufnehmen. Wir können das gut spüren, sie sind in uns. Und das Gleiche gilt für die Betrachtung unseres zweiten Wurzelgeflechts, unserer spirituellen Familie. Wenn ihr einen sehr guten Freund, Freundin habt, dann haben die dich zwar nicht geboren, du trägst nicht ihre Gene, aber ihre Freundschaft, ihre Freundlichkeit und Zuneigung, das Gute, was dir dieser Mensch oder diese Menschen erwiesen haben, hat dich aufwachsen und reifen lassen, erwachsen gemacht. Wir sind auch Büchern begegnet, haben Situationen erlebt und durchgestanden, die uns wachsen ließen, haben Lehrer getroffen, Anregungen, neue Möglichkeiten bekommen, durch sie wieder andere Lehrer begegnet. Wir haben entdeckt, wie viel sie selbst in ihr Leben oft integriert haben. Und auch das hat uns wieder wachsen lassen. Und auch diese Familie hat uns also reifen lassen, die geistige Familie. Und wenn wir mit ihr in Kontakt sind, konzentriert euch bitte auf die Kraft dieser Wurzeln. Spürt sie, berührt sie und berührt jetzt bitte die Erde. Berühre die Erde und verbinde mich mit meinen Vorfahren und den Nachkommen meiner spirituellen und meiner leiblichen Familie.
Schaut sie an. Zu meinen geistigen Vorfahren gehören Jesus von Nazareth, Franz von Assisi, der Buddha, die Bodhisattvas, die Sangha der Patriarchen und der Heiligen und meine eigenen spirituellen Lehrerinnen und Lehrer, ob sie noch am Leben sind oder bereits in die große Verwandlung gegangen. Schaut sie an. Sie sind mir gegenwärtig, weil sie mir Samen des Friedens, des tiefen Schauens, der Liebe, des Glücks übertragen haben. Sie haben in mir die Quelle von Verstehen und Mitgefühl geweckt und stärker gemacht. Wenn ich meine geistigen Vorfahren betrachte, sehe ich die, die schon ziemlich perfekt sind in den Übungen, Verstehen, Mitgefühl. Naja, ich sehe auch die, die noch nicht darin vollkommen sind. Aber ich kann sie alle akzeptieren. Denn auch in mir erkenne ich Schwierigkeiten und Schwächen. Viele. Und doch kann ich von ihnen Kraft übernehmen. Ich bin noch nicht vollkommen. Ich habe noch nicht freigesetzt, das, was in mir ist. Und ich habe nicht so viel Verstehen und Mitgefühl, wie ich es gern hätte. Drum öffne ich mein Herz und akzeptiere auch alle geistigen und leiblichen Nachkommen. Ja, ich habe Vertrauen, Respekt. Ich weiß, es gibt solche, die viele Schwierigkeiten haben, ständig hoch und tief in ihrer Praxis erleben und in ihrem Leben. Aber ich kann sie akzeptieren. Auch meine Familie, alle Vorfahren, mütterlicher und väterlicherseits. Ich kann ihre Eigenschaften, ihre Guten erkennen, ihre Leistungen, ihre Talente, aber auch ihre Schwächen, ihre Herzlosigkeit, ihre Rücksichtslosigkeit. Ich sehe sie alle. Ich öffne mein Herz und akzeptiere, nehme an, all die Gesichter, die ich jetzt sehen kann, meiner leiblichen Nachkommen und Ahnen, mit ihren guten Qualitäten und auch mit ihren Schwächen. Meine geistigen und meine leiblichen Vorfahren und auch die Nachkommen, sie alle sind ein Teil von mir. Ich bin sie und sie sind ich. Ich besitze kein getrenntes Selbst. Alles existiert als Teil eines wundervollen Lebensstroms, der ständig seit anfanglosen Zeiten und in nicht erkennbar endenden Zeiten im Fluss ist. Er fließt. Ich bin Teil von ihm, ganz tief verbunden. Meinen spirituellen und leiblichen Vorfahren und Nachkommen. Könnt ihr sie sehen? Könnt ihr sie spüren? Und könnt ihr sie annehmen? So wie sie sind? Mit ihren wunderbaren Eigenschaften und Kräften, aber auch mit ihren negativen Geistesfaktoren, ihrer Verwirrung, ihre Einsamkeit, ihren Ängsten. Stellt euch die Eltern vor, als sie 5 Jahre waren. Kleiner Bub, kleines Mädchen. Wie haben die sich gefühlt? Was haben die erlebt? Und was wurde ihnen übertragen? Wir erheben uns, stehen auf. Wir atmen ein und aus. Beim Einatmen Ruhe, beim Ausatmen Lächeln. Wir sind ganz, ganz bei uns und bei denen, die mit uns verbunden sind. Einatmen
Ruhe, Stille, Ausatmen, ein kleines Lächeln, das wir uns und Ihnen schenken. Wir haben jetzt in die Richtung der Zeit geschaut, der Zeitlinie. Und nun wollen wir bei der zweiten Erdberührung in die Richtung des Raumes schauen. Jetzt hier am 23. September 2003. Genau jetzt. Um 12 Uhr 36 schauen wir in den Raum und berühren die Erde. Ich verbinde mich mit allen Menschen und allen Wesen, die in diesem Augenblick mit mir in dieser Welt leben. Ich bin Teil des grenzenlosen Ozeans des Lebens, der sich in alle Richtungen ausbreitet. Und ich sehe die Gesichter und die enge Verbindung zwischen mir und allen anderen Erscheinungen. Und ich sehe, wie wir Glück und Leiden miteinander teilen, alle zusammen. Ich bin jetzt eins mit jenen, die mit einer Behinderung geboren wurden oder wegen Krieg und Unfall, Krankheit sehr behindert sind und leiden. Ich bin auch eins mit jenen, und ich kann mir sie gut vorstellen, denke ich, die in Situationen des Krieges, der Unterdrückung gefangen sind, eingefangen oft in Fanatismus, Intoleranz und verzweifelt um sich schlagen, sich selbst umbringen in der Verwirrung des Geistes. Ich bin auch eins mit jenen, die im Familienleben kein Glück finden. Kein Glück. Nur Trauer, Wut, Ablehnung. Und die entwurzelt sind, keinen Frieden in ihrem Geist erfahren und hungrig nach Verstehen und Liebe, etwas Schönes, Heilendes und Wahres suchen, das sie umarmen und das sie glauben können. Kennt ihr solche Menschen? Könnt ihr sie sehen? Ich bin der Sterbende, der voller Angst ist und nicht weiß, was mit ihm geschieht und wohin er geht und schreit. So viel Angst. Ich bin ein Kind, das an einem Ort leben muss, wo schreckliche Armut und fürchterliche Krankheiten herrschen. Ich sehe sie vor mir in den Erdhöhlen der Lepra-Camps oder den Zelten in Afrika oder bei uns. Ein Kind, das hungrig ist, dessen Arme und Beine dünn wie Stöcke sind und keine Zukunft hat. Aber ich weiß, dass ich auch der Hersteller von Waffen bin, die an arme Länder verkauft werden, dass darauf ein Teil des Wohlstandes beruht. Beteiligt daran, dass wir diesen Ländern Kontrolle und Macht aufzwingen wollen. Eingebunden in dieses Netzwerk. Stellt euch's vor. Ich bin auch der Wald, der gefällt wird. Jeder Zeitung, die ich lese. Ich bin die Flüsse und die Luft, die verschmutzt werden. Und ich bin eines der Tiere, die qualvoll dahin vegetieren, umgebracht werden. Ich bin der den Wald fällt. Ich bin der die Luft verschmutzt und für die Grausamkeiten an Tieren verantwortlich ist. Ich erkenne mich selbst in allen Geschöpfen, in allen Wesen. Und ich erkenne alle Geschöpfe in mir. Lasst sie kommen, schaut sie an, alle. Diese Menschen, die Tiere,
die Bäume, alles. Aber ich bin auch eins, wenn ich jetzt so da liege mit den großen Wesen, die die Wahrheit von Nichtgeburt und Nichttod realisiert haben. Wesen, die fähig sind, die unzähligen Formen von Geburt und Tod, von Glück und Leiden mit ruhigen Augen anzuschauen. Ich bin verbunden und eins mit jenen Menschen, die wir überall finden können, die genügend inneren Frieden des Geistes und des Herzens besitzen. Kennt ihr die? Die Verstehen und Liebe in sich tragen und fähig sind, das Wunderbare, das Nährende, das Heilende zu berühren. Kennt ihr die Menschen, die die Kraft haben, diese schreiende Welt mit einem Herz der Liebe, mit Händen der Fürsorge zu umarmen und wissen, dass sie Teil davon sind, dazugehören? Und ich bin auch jemand, der ein Potenzial von genügend Freude, von inneren Frieden und Freiräumen in sich hat. Jemand, der fähig ist, anderen Lebewesen Freude und Furchtlosigkeit zu bringen, vorzuleben. Ich erkenne, dass ich nicht allein und von anderen abgeschnitten bin. Die Liebe und das Glück großer Wesen helfen mir, die auf diesem Planeten leben, helfen mir, nicht in Traurigkeit und Verzweiflung zu versinken. Diese Wesen unterstützen mich darin, mein Leben, auf bedeutsame Weise in Würde, wahren Frieden und Glück zu leben. Ich erkenne sie alle in mir und erkenne mich selbst in ihnen. Ich kann sehen, ich kann es spüren, fühlen. Und das ist gut so. Das ist gut so. Aufzustehen, einatmen, Ruhe, ausatmen, lächeln, einatmen, Ruhe, ausatmen, lächeln. Bin ganz bei mir, spüre das Leben jetzt. Hier und jetzt in mir und die anderen. Wir machen jetzt die dritte Berührung der Erde, nachdem wir in Zeit und Raum geschaut haben, berühren wir jenen Bereich, der außerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums auch jetzt da ist. Berühre die Erde, lasse die Vorstellung los, ich sei dieser Körper und meine Lebensspanne sei begrenzt. Ich erkenne, dass dieser Körper, der aus den vier Elementen besteht, nicht wirklich ist und dass ich nicht durch diesen Körper begrenzt bin. Ich bin Teil eines Lebensstromes, von geistigen und leiblichen Vorfahren, die bereits seit Tausenden von Jahren in die Gegenwart fließt und für weitere Tausende von Jahren in die Zukunft fließen wird. Ich bin eins mit meinen Vorfahren. Ich bin eins mit allen Menschen und Arten von Wesen, ganz gleich, ob sie friedlich und furchtlos oder voller Leid und Angst sind. In diesem Moment bin ich überall auf der ganzen Welt anwesend. Auch in der Vergangenheit, in der Zukunft. Bin da. Die Loslösung vom Körper berührt mich nicht. Gerade so,
wie das Herabfallen einer Pflaumenblüte nicht das Ende vom Pflaumenbaum bedeutet. Ich sehe mich als Welle auf der Oberfläche des Ozeans. Meine Natur ist das Wasser des Ozeans. Und ich erkenne mich wieder in allen anderen Wellen. Und ich sehe all die anderen Wellen in mir. Das Erscheinen und Verschwinden der Form der Wellen macht im Ozean nichts. Mein Dharma-Körper sind nicht Geburt und Tod unterworfen. Ich erkenne, dass ich schon da war, bevor mein Körper sich manifestierte. Selbst in dem Augenblick jetzt erkenne ich, dass ich woanders existiere als nur in diesem Körper. Meine Lebensspanne, wie die eines Blattes oder eines Buddha, ist unbegrenzt. Ich habe die Vorstellung hinter mir gelassen, dass ich ein Körper bin, der in Raum und Zeit losgelöst ist von allen anderen Formen des Lebens. Geh tief hinein in diese Weite, in dieses Intersein und spürt es. Ihr seid nicht begrenzt. Das können wir spüren, uns annähern und erfahren.